Das ist er, Tommy Schmidt, der erste Badegast der Freibadsaison 2023. Trotz frischen 9 Grad Außentemperatur ist die Freude über den Saisonstart beim Hobbyschwimmer riesig. Sie waren jetzt quasi der allererste Badegast. Was ist das für ein Gefühl für Sie? Ja, es war ein bisschen zu früh, ein bisschen eine Viertelstunde rumgestanden, aber eher lieber zu früh als zu spät. Doch er ist nicht der Einzige. Pünktlich zur Eröffnung im Schürenbad um 7 Uhr morgens haben sich noch weitere mutige Münchnerinnen und Münchner in das Becken getraut. Für die Frühschwimmer kann der Tag jetzt endlich wieder sportlich mit Brust-, Rückenschwimmen und Kraulen beginnen. Sehr glücklich, bin froh, dass die Saison endlich losgeht. Das ist für mich der schönste Tag im Jahr. Vor der Wiesn noch. Ich finde es herrlich, sogar die Sonne kommt ein bisschen raus, das Wasser ist toll. Tut gut. Toll, dass der Saisonstart ist und es ist richtig warm. Endlich wieder Freibadsaison. Wieder mal 50 Meter Becken. Schönes Wetter. Der Mai kann kommen. Ab dem 15. Mai heißt es dann auch in den anderen Münchner Freibädern Becken frei. In diesem Jahr sogar mit einigen Neuerungen. So werden die Bäder an heißen Tagen im Juni und Juli eine Stunde länger, also bis 21 Uhr offen haben. Auch ein neues QR-Code-Ticket sorgt für weniger Anstehen an heißen Sommertagen. Das Schürenbad hat sicher ganz viel Tradition. Es ist natürlich das früheste Bad, das am frühesten öffnet und natürlich auch noch einen Frühschwimmer hat, immer zu den Werktagen. Das merkt man auch hier, jetzt ist es noch recht frisch, aber es kommen immer noch kommen ganz viele Badegäste her, die jetzt auch schon ihren sportlichen Ehrgeiz umsetzen. Mit einem Eis auf der Liege entspannen und die Freibadsaison genießen? Heute leider noch Fehlanzeige. Der kalte und regnerische Frühling hindert viele noch daran, ins kühle Nass zu springen. Doch dürfen wir uns im Mai endlich auf mehr Frühlings- oder gar Sommergefühle freuen? Also natürlich geht es im Mai schon tendenziell mehr in Richtung Sommer. Also die Temperaturen steigen allgemein an. Nach der schönen Wochenmitte sieht es Richtung Wochenende wieder etwas wechselhafter aus. Aber erstmal nicht allzu kühl. Also so um die 20 Grad haben wir weiterhin. Dann kommen natürlich noch die Eisheiligen. Also es kann noch mal etwas kühler werden. Aber dann im restlichen Mai sind bestimmt schöne Frühlings-, vielleicht sogar Sommertage mit dabei. Die Frühschwimmer haben trotz Wind und Wetter heute schon einmal ihre Bahnen gezogen. Ob der Rest der Münchner nachzieht, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.